So, moin moin, der YouTuber Gerhardes hat ein Video hochgeladen, in welchem er über seinen guten Freund Minecraft Stuff redet. Minecraft Stuff hat seit über 10 Monaten kein Video mehr auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Obwohl er bereits Videoprojekte geplant hatte, unter anderem auch zusammen mit seinem guten Freund Gerhardes. Jedoch gibt es seither von Minecraft Stuff kein einziges Lebenszeichen, weder auf Twitter noch auf Facebook und auf YouTube schon gar nicht. In den letzten Monaten bekam Gerhardes immer wieder Nachrichten von den Zuschauern von Minecraft Stuff, welche sich erhofft hatten, dass er ihnen verraten kann, was mit Minecraft Stuff passiert ist. Gerhardes hat erzählt, dass er das letzte Lebenszeichen von ihm am 29. Februar per WhatsApp bekommen hatte. Infolgedessen wäre da Minecraft Stuff in den Urlaub nach Norwegen gereist. Und seither hätte Gerhardes nie wieder etwas von ihm gehört. Gerhardes meint, das würde alles nicht zu ihm passen. Minecraft Stuff wäre sehr verlässlich. Und er geht davon aus, dass Minecraft Stuff in Norwegen verstorben ist. Er könne es nicht beweisen. Er hätte auch recherchiert, er hätte nichts gefunden. Jedoch ist das für ihn die einzige logische Erklärung. Das Einzige, was ich jetzt nicht nachvollziehen konnte, war, er hat gesagt, dass er am 29. Februar das letzte Lebenszeichen per WhatsApp bekommen hatte. Und nur wenige Stunden später ist ja dann Minecraft Stuff nach Norwegen gereist. Das heißt, er wäre dann Ende Februar, Anfang März in Norwegen gewesen. Aber das letzte Video von ihm, das ist ja 10 Monate her. Also das wurde am 4. April 2016 hochgeladen, also nach dem März. Was natürlich sein kann, ist, dass das ein geplanter Upload gewesen ist, der eh schon lange in der Warteschleife war und sich dann automatisch freigeschaltet hatte. Das Video von Gerhardes wirkt auf mich jedenfalls sehr aufrichtig. Und dann scheint noch etwas passiert zu sein. Minecraft Stuff hatte eine eigene Facebook-Seite. Auf dieser Seite hatte Gerhardes auch einen Administratorenzugang bekommen. Und er sagt in seinem Video, dass ihm dann schlagartig die Administratorenrechte entzogen wurden und dann auf der Facebook-Seite von Minecraft Stuff nur noch Werbung für irgendwelche Veranstaltungen von Planet Key gewesen sind. Und Planet Key sei überhaupt nicht auf den Sachverhalt eingegangen, was eigentlich mit Minecraft Stuff los ist. Die Facebook-Seite wurde dann sogar umbenannt, dass also der Bezug zu Minecraft Stuff verloren geht. Und Minecraft Stuff war ursprünglich ein Partner von Planet Key. Also das ist alles sehr komisch, was da passiert ist. Der YouTube-Kanal Minecraft Stuff ist ein Partnerkanal von dem Multichannel-Netzwerk TubeOne. Ich habe TubeOne dazu angefragt, ob sie mir Auskunft geben können und habe bis jetzt noch keine Antwort dazu erhalten. Sobald ich die Antwort bekomme, werde ich euch schnellstmöglich informieren. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.